Wir sind wirklich von Tür zu Tür gegangen, haben überall geklingelt und gefragt, ob die Bilder brauchen. Nee, Quatsch. Es hat angefangen bei uns mit vielen Privatshootings und dann irgendwann ist so der Stein ins Rollen gekommen, da kamen immer mehr Unternehmen dazu. Hallo Fotofreunde und willkommen in einem weiteren Interviewvideo von der Fotokina 2016. Diesmal habe ich sogar zwei große Fotografen an meiner Seite, und zwar Sally Hate Swings. Erste Frage natürlich an euch. Oh, Sally Hate Swings, sorry. Sorry, ich habe mir erst mit rangehängt. Das ist nicht das, was ich machen wollte, aber gut, das passiert natürlich. Erste Frage an euch beide, wie geht's euch gerade? Wunderbar, wir haben gerade alle Vorträge hinter uns gebracht und sind echt zufrieden gewesen. War eine schöne Woche und Wetter stimmt auch. Siehst du das genauso? Mir geht's noch besser als ihm. Warum denn noch besser als ihm? Weil es mir immer besser geht. Das heißt also, ihr habt schon gefühlte tausende Vorträge jetzt gehabt, oder wie kann ich das Ganze jetzt verstehen? Ich weiß gar nicht, wie viel es insgesamt waren, aber wir waren auf jeden Fall jeden Tag mit einem Vortrag vertreten, manchmal zwei, heute waren es zwei und danach ist man dann schon irgendwie gerädert. Aber jetzt ist alles gut, ich bin tiefenentspannt. Gibt es, ihr habt ja Vorträge gemacht, hattet ihr auch die Zeit, irgendwie ein bisschen rumzulaufen und euch irgendwas anzugucken, was euch so ein bisschen in den Bann gezogen hat? Das ist eine gute Frage. Wir haben eigentlich relativ viel, wir waren eigentlich in jeder Halle gewesen, aber wir haben irgendwie immer verpeilt, uns mal alles die Sachen im Detail anzugucken. Ich war jetzt bei GoPro gewesen, habe mir das Projekt Karma mal angeschaut. Das fand ich ganz interessant eigentlich. Muss man natürlich mal sehen, wie die ersten Praxisflüge so sind. Aber das ist schon so ein Ding, was ich mir vielleicht anschaffen werde. Okay, wie ist es bei dir? Also wir hatten schon Zeit rumzulaufen, aber so richtig intensiv habe ich mir nichts angeguckt. Bei Fuji hätte ich gerne mal noch reingeschaut, ein neues Mittelformat ausgetestet. Ich glaube, ich versuche mich da nachher mal durchzuschlängeln. Ja. Das heißt also, ihr seid noch sehr, sehr entspannt und habt auch noch Zeit, nochmal rumzugucken, um euch nochmal ein bisschen was anzugucken. Das klingt ja sehr, sehr cool. Habt ihr denn eigentlich jetzt so im Jahr 2016 irgendwie ein Projekt gehabt, was so aus anderen Projekten hervorsticht, also so ein kleines Highlight? Da muss ich ein bisschen überlegen. Sarah, was hat vorgestochen? Vorgestochen? Also so ein Highlight quasi, so aus den Projekten, die ihr 2016 so gemacht habt. Gibt's da ein Highlight? Oder sind alle Projekte auf einer Ebene, dass ihr euch gar nicht entscheiden könnt, welches jetzt halt das Bessere war? Also 2016 war ja unser erstes Jahr in Köln und wir haben ja, ich würde sagen, unser Studio, ne? Wir haben jetzt relativ neu unser Studio in Köln. Davor waren wir in der Eifel und das war für mich so das Highlight des Jahres. Neues Studio, neues Glück. Also stimmst du zu oder fällt dir jetzt gerade noch was anderes ein? Ja, ich habe schon wieder voll vercheckt, dass das irgendwie noch gar nicht so lange her ist. Ich fühle mich schon so wohl hier in Köln. Irgendwie habe ich das Gefühl, als wäre es schon immer so. Was? Ach doch, wir waren in New York gewesen, haben geshootet. Ja. Was habt ihr da geshootet? Wir waren in New York und haben da ein paar Commercial-Bilder gemacht für unser Portfolio im Endeffekt. Aber ich war noch nie in New York und die Stadt hat mich total begeistert. Das war schon geil. Ja, ich war auch schon mal in New York eine ganze Woche und habe von A bis Z alles fotografiert, glaube ich. Ich habe 1000 Bilder gemacht und wusste gar nicht mehr, wohin mit mir. Für 2016, steht da noch irgendwas an oder seid ihr jetzt erstmal so weit durch mit dem, was ihr jetzt schon so gemacht habt? Es stehen jetzt noch ein paar Kollektionsshootings nächste Woche an und für November sind noch ein paar Projekte geplant. Aber ansonsten nur der alltägliche Wahnsinn. Okay, und für 2017, habt ihr da schon so ein bisschen Grobplanung gemacht oder fangt ihr mit der Planung erst Ende des Jahres an? Also, wir müssen uns ja noch entscheiden, wohin wir reisen. Wir nehmen uns ja jedes Jahr ein großes Ziel vor und ich würde sagen, diesmal geht's nach Japan. Wir müssen noch schauen, was genau wir da machen, aber ich möchte unbedingt nach Japan. Ich glaube, wir müssen mal schauen, wo der Pfeil landet auf der Landkarte, wenn wir den dann da drauf werfen. Ich bin mit Japan noch nicht so ganz einverstanden. Wir müssen mal schauen. Aber es gibt ein paar Projekte, die tatsächlich schon in Planung sind. Da dürfen wir leider noch nicht so viel verraten. Aber Anfang nächsten Jahres können wir uns ja vielleicht nochmal irgendwo treffen. Dann können wir euch ein bisschen mehr darüber erzählen. Okay, du hast gerade Landkarte, Weltkarte gesagt. Was macht ihr beispielsweise, wenn ihr den Pfeil hinterm Rücken werft oder mit verbundenen Augen? Wenn der Pfeil mitten im Ozean landet, was passiert dann? Müssen wir uns ein Speedboat mieten, dann geht nicht anders. Ah, ein Speedboat. Also falls ihr da draußen mal Zeit und Lust habt, Weltkarte, Pfeil, ab mit dem Pfeil ins Mittelmeer oder sonst wohin und dann ein Speedboat mieten. Und dann von A nach B fahren. Meinst du, da findet man irgendwas? Mitten im Ozean, ja. Ein Frack vielleicht und dann machen wir da ein Shooting unter Wasser. Ja. Das ist ja eine sehr, sehr gute Antwort. Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Nice.
Was fotografiert ihr eigentlich so am liebsten? Am liebsten fotografiere ich eigentlich Fashion und Beauty, wo richtig viel Planung dahinter steckt, wo man sich Konzept macht, wo man ein Mega-Team dabei hat und dann sich zusammensetzen für den Kunden halt ein perfektes Foto im Endeffekt entsteht. Okay, ist es bei dir dasselbe? Also ich freue mich immer, wenn ich tolle Models mit voluminösen Lippen vor der Kamera habe. Da gehe ich dann drin auf und dann krasses High-Beauty-Make-up, High-Fashion-Shooting, da bin ich dabei, wenn es kreativer wird. Ja. Okay, ich weiß nicht, ob ich die Frage stellen darf, aber ich stelle sie einfach mal. Wie habt ihr es denn eigentlich geschafft, an Aufträge ranzukommen? Also seid ihr vorgepusht und habt ihr alle Menschen oder alle Unternehmen angeschrieben, dass die mit euch irgendwie kooperieren oder wie ist das zustande gekommen? Wir sind wirklich von Tür zu Tür gegangen, haben überall geklingelt und gefragt, ob die Bilder brauchen. Nee, Quatsch. Es hat angefangen bei uns mit vielen Privatshootings und dann irgendwann ist so der Stein ins Rollen gekommen, da kamen immer mehr Unternehmen dazu. Und wenn die Leute zufrieden sind, empfehlen sie einen natürlich weiter und dann steht irgendwann so ein Netzwerk. Aber? Ihr könnt nicht genügend E-Mails rausschicken. Das haben wir am Anfang wirklich gemacht. Wir haben viele, viele E-Mails rausgeschickt. Viel lief dann tatsächlich über Connections und darüber, dass man sich dann bei freien Shootings kennengelernt hat. Und dann kamen wieder neue Projekte mit ins Boot. Aber immer viele, viele E-Mails rausschicken. Wie ist denn das also? Wo seid ihr denn online eigentlich am liebsten vertreten? Facebook, Instagram, Google Plus? Bitte, gibt's Google Plus und Tinder? Tinder benutzt. Nein, also wir sind, bis vor kurzem hätte ich gesagt Snapchat, aber inzwischen finde ich Instagram Stories besser, weil wir da einfach mehr Leute erreichen. Da schauen viel mehr rein. Selbe Meinung? Ich finde immer noch das gute alte Facebook immer noch ziemlich toll eigentlich. Also ich finde, Snapchat ist meiner Meinung nach ein bisschen viel Spielerei, weil mir halt auch diese soziale Komponente so ein bisschen fehlt, dass man Leuten halt einfach mal. Also man kann die Leute so schwer adden in Snapchat und das ist alles ein bisschen komplizierter. Wenn du jetzt rein vom Spaßaspekt ist Snapchat ganz geil, aber wenn es dann wirklich darum geht, Aufträge zu generieren oder im Internet präsent zu sein, dann eignet sich Facebook oder die eigene Webseite eigentlich noch viel besser. Und wenn wir jetzt gerade bei Facebook sind, seid ihr denn eigentlich, es gibt ja viele Fotografen, die sich immer so denken, oh, meine Reichweite reicht nicht aus und ich erreiche keine Menschen und so weiter und so fort. Wie seht ihr dieses Thema? Also ist die Reichweite enorm wichtig oder macht ihr einfach so die Fotos, wie ihr wollt und wenn die Freunde das auch noch gut finden, dann ist es für euch okay? Ich sehe das immer relativ entspannt. Es kommt ja darauf an, was du für eine Zielgruppe hast. Unsere Zielgruppe sind zum Beispiel weder Privatpersonen noch Fotografen. Und das sind die Menschen, die am aktivsten sind auf Facebook. Und ja, gut, die Reichweite, ne, ist manchmal Schrott, das stimmt. Aber unsere Kunden sind sowieso nicht so die Facebooker. Deswegen ist es für uns erst nicht primär wichtig, dass wir extrem hohe Reichweite haben. Trotzdem sind wir natürlich auf Facebook aktiv und man freut sich auch über Kommentare und Likes. Es ist ja schon so, dass um die Bilder rauszutragen, ist natürlich geil, wenn man eine gute Reichweite hat. Das ist nicht immer so gut, aber man kann halt viel meckern drüber, aber auf der anderen Seite muss man auch ein bisschen Facebook verstehen, glaube ich. Also wenn ich mir mal anschaue, wie viele Katzenvideoseiten ich geliked habe und wenn ich da die ganze Zeit vollgespammt werde von, dann ist das auch nicht mehr so geil, glaube ich. Das ist wohl richtig. Jetzt sind wir bei Bildern angekommen. Habt ihr denn jetzt momentan irgendwie ein Lieblingsbild aus eurem eigenen Portfolio, welches so gegenüber anderen Bildern hervorsticht? Oder sagt ihr hier eventuell, nee, unsere Bilder sind alle gleich gut und wir können leider uns nicht entscheiden, welches Bild jetzt so wirklich das Highlight ist? Also erstmal alle, die ich gemacht habe und nicht Phil. Und auf der anderen Seite haben wir 2016 für uns den rosa Hintergrund entdeckt. Wir hatten erst letztens ein Shooting, da haben wir ein Model mit Patches im Gesicht vollgepackt. Und ich glaube, das ist mein Lieblingsbild. Ja. Das ist ein Porträt frontal, da ist immer wieder bei den voluminösen Lippen und komplett mit Patches im Gesicht. Rosa Hintergrund, fand ich super. Bei dir? Ja, stimmt. Das war die Cover-Story für Dreaming Lesson Magazine, gell? Ja, das ist auch so. Wenn ich jetzt in den letzten 3-4 Monaten schaue, ist auch wirklich eins meiner Lieblingsbilder. Cool. Bevor wir zum Abschluss kommen, stellt euch vor, es geht jemand mit der Kamera nach draußen und möchte fotografieren. Was fällt euch als erstes ein, was ihr diesem Menschen raten könnt? Das ist eine sehr gute Frage, glaube ich. Okay. Habe ich ein Model? Eventuell hat derjenige welche auch ein Model. Du nimmst dein Model, du gehst in den Wald und hol dir ein paar Rauchbomben. Rauch ist immer cool.
Du kannst dir auf Amazon ein paar von diesen bunten Rauchbomben holen, musst aber aufpassen, hatten wir es letztens auch, da haben wir den ganzen Park voll gequalmt damit und plötzlich irgendwann mal die Sirenen gehört, dann sind wir schnell weggerannt. Macht man das mit dem Rauch noch? Ja, kann man das noch machen? Der Rauch ist wieder da? Der wird gerade wieder gehypt anscheinend. Wenn die Sarah das sagt. Nee, also ich weiß nicht, kommt auch drauf an, was man fotografiert. So ein Modell ist natürlich schon eine feine Sache, dann sucht man sich noch einen schönen Hintergrund. Und wenn man nicht so viel Equipment dabei hat, sollte man auch zur richtigen Tageszeit natürlich rausgehen, dass man schönes Licht hat. Und dann braucht man eigentlich schon gar nicht mehr für ein schönes Foto. Aber Make-up-Artist nicht vergessen. Ja gut, ne, wenn jetzt so ein Anfänger, der hat es da wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ne? Oder natürlich, du hast eine Freundin oder einen Kumpel, der das halt kann, dann nimm den auf jeden Fall mit, pack ihn ein. Sind auf jeden Fall zwei schöne Tipps, die man beherzigen sollte. Falls ihr die beiden noch gar nicht kennen solltet, was ich jetzt aber natürlich nicht glaube, dann gibt es unten in der Videobeschreibung alle passenden Links von A bis Z. Wobei Social Media ist ja gar nicht von A bis Z, aber es ist nebensächlich. Sollte euch dieses Video gefallen haben, dann freue ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben, hier unten den Kanal kostenlos abonnieren, damit ihr auch gar kein Video mehr verpasst. Teilt das Video auch mit euren Freunden, damit diese beiden jungen, dynamischen Fotografen auf jeden Fall noch bekannter werden und vielleicht gefallen euch ja, wie gesagt, ein, zwei Bilder. Was sage ich denn immer so schön? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich sage wahrscheinlich immer so, wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Abend, was auch immer. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, macht's besser. Ciao, ciao.